Hallöchen, willkommen zurück zu Lonely. Oh, großartig. So, jetzt aber willkommen zurück zu Lonely. Das letzte Mal bin ich... Ich sag's, wie es ist. Ich war nicht der Klügste. Wir sehen's gleich. Wir müssen erstmal hier nämlich diese... Was ist das? Wir müssen hier aufpassen. Bösartige, gar gruselige Kreaturen erscheinen gleich. Ist da jemand? Nein! Was soll ich nur tun? Da blinkt was. Diese Maschine. Runtergedrückt halten. Hochgedrückt halten. Und Enter! Okay. So weit, so gut. Das war knapp. Ich muss hier endlich raus. Oh oh. Jetzt wird's brenzlig. Streichhölzer halten, ne? Das macht die Situation noch brenzliger. So. Letztes Mal haben wir uns hier diese Ranken oder was das sein sollen, ein bisschen das Leben schwer gemacht. Ich war auch dumm und hab versucht gehabt, hier ständig so direkt vor dieser Ranke wieder drauf zuzurennen. Es hat so nicht funktioniert. Deswegen nehmen wir ein bisschen Anlauf. Aua. Müssten von ganz unten quasi anfangen, loszulaufen. Dann sollte das theoretisch gehen. Theoretisch. Nein! Oh, was halt immer noch ist. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oh. Oder auch nicht. Beim Testen hatte es beim ersten Mal geklappt. Junge! Quark! Hallöchen! Ich hab's jetzt irgendwie geschafft. Nicht beim ersten Versuch, auch nicht beim 10. oder so. Zwischendrin beim Neuladen ist mir immer wieder das Spiel abgestürzt. Ich hab's geschafft. So. Ihr seht meinen HP-Stand. Au. Es ist mir egal, es ist mir so egal. Das ist eine doofe Stelle, ganz ehrlich. Das war keine schöne Stelle. Und ich nehme den Speicherpunkt hier sehr, sehr gerne an. Ja, bitte. Machen mal. Ja, komm, hier so. Ja, gut. Wo ist denn... Die Leiter ist nicht mehr da. Ich wollte da unbedingt runter. Die haben mir noch nicht oft genug den Hintern versohlt. Nee. Ich wünschte, ich könnte einen Verbandskasten benutzen. Wir sind ein bisschen fast tot. Toti die tot. Ich glaube, ich zünd das mal an. Ah, so viel Wärme hier. Eine deformierte Statue. Sie sieht irgendwie organisch aus. Die wird doch nicht aufstehen. Nee. So frech ist die nicht. Es ist eine liebe Statue. Guck mal, Glasscherben. Oh, schön. Ach ja. Ich habe jetzt extra die Aufnahme kurz beendet gehabt, weil ich wollte jetzt nicht noch eine Folge damit verbringen und... Ja, wir haben oft genug gesehen, wie ich gefailt habe. Die Gebundenen sehnen sich nach Wärme. Sie achten auf jedes einzelne Geräusch. Versteck dich besser, falls du sie aufschrecken solltest. Gebundenen sind wohl die auf der Brücke gewesen. Der Schrank ist groß genug, um sich darin zu verstecken. Das ist ausgezeichnet. Und Wärme mögen sie, also... Theoretisch... sind das die optimalen... Wärmequellen? Ja, dann benutze ihn. Hä? Ja, ist groß genug, um sich darin zu verstecken. Was habe ich jetzt wieder vergessen? Es ist jetzt nicht sicher genug.
Oh oh, oh oh. Okay. Ich muss mich erst verstecken, als sie mich verfolgt haben. Die waren schnell unterwegs? Und die wollen auch nicht mehr weggehen. Ja, wir bleiben im Versteck. Wieder, da sind wir uns sicher. Es ist laut, Junge. Ich habe das Spiel auf 6 gestellt und es schreit mir die Ohren weg. Hallo. Beachtet mich nicht weiter. Du hast versagt. Okay. Das ist ein schöner Game Over Screen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hatten wir noch nicht gesehen in diesem LP. Gut. So, die Fleischhaufen, die möchten auch verstehen. Das ist in Ordnung. Denn wir möchten uns ein bisschen umsehen. Was möchte ich mit dem Fass machen, frage ich mich jetzt. Oh, das ist gar faszinierend. Möchte ich den irgendwie gezielt den Weg zustellen? Hier komme ich durch? Ohne, hier kommt man nicht vorbei, oder? Nee. Hier auch nicht. Was hindert sie nichts daran, hier durchzuheizen? Ich habe 2 Ideen. Ich kann das Fass nicht hochschieben weiter. Wenn ich es jetzt hier reinschiebe, dann kriege ich es da nicht mehr raus. So, das war's jetzt damit. Aber auch für sie. So. Also. Die mögen Wärme. Okay, wir zünden dich an. Und dich. So. Jetzt schleichen die da vorne rum. Das ist natürlich bedauerlich. Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee, wie ich das hätte lösen können. So. Lassen. So. Aha. Nein. Nicht die Brille abziehen. Geht der Schlüssel verwendet. Großartig. Okay. So, wir sind dem Übel entkommen. Das hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Idee mit dem Fass von mir jetzt clever war oder nicht. Ich glaube nicht.
Die Tür geht nicht mehr auf. Da ist Ende Gelände. Aber das hat funktioniert, also was wollen wir mehr? Außer mit der Lampe rumspielen. Es ist sehr dunkel. Irgendwas war mit der Taschenlampe. Ich hab vergessen, wie die geht. Gut. Ich starre hinab in diese scheinbar un... Okay. In diese scheinbar unendliche tiefe Loch. Es zwingt mich dazu, diese Leere, diese endlose Finsternis, schön und hypnotisch. Sie halte mir wieder und gibt mir endlich das, wonach ich immer gesucht habe. Ich werde so lange hier sitzen bleiben und starren, bis sie mich vollständig hat. Das Loch lacht mich aus, ich sehe schon. Okay. Er starrt in dieses unendlich tiefe Loch. Möchten wir auch in dieses unendlich tiefe Loch starren, oder? Das sieht komisch aus. So. Ein Fahrstuhl, vielleicht funktioniert er ja. Das Ding soll ja... Jetzt mach schneller! Oh oh. Verflucht, jetzt mach schon! Nein! Tim! Ich muss hier raus! Nein! Bitte! Wie viele Stockwerke hat der? Okay, wir haben es geschafft. Schön, das sagt er selber. Gerade noch rechtzeitig. Ah, das sieht jetzt aber wieder cool aus. Was soll ich bloß tun? Ich fühle mich so hilflos. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich brauche unbedingt eine Pause. Es kann alles nur ein abgefuckter Traum sein. Ich hatte solche Träume schon immer. Nur dieses Mal ist es viel schlimmer und realer. Etwas zieht mich an. Ich merke, wie ich dem Licht immer näher komme und ich hoffe, dass damit der Albtraum endlich vorbei ist. Hello, this will be a special episode, I promise. Okay, das ist cool. Thank you, guys. Well, you know, this show is a good chance to make your dreams come true. No matter if you love vengeance, punishment, or the best one, suffering. Everyone can pay at the end. We have a special guest who we want to talk about. Timothy Lloyd. Wow, what an amazing audience do we have tonight. Yeah, Tim Lloyd. A loser, a lazy, useless bungler, and a cold-hearted bastard. Everything in his life went wrong, but he don't care about it. Only the view into the mirror pains him pretty much because he knows what a piece of shit he is. Das ist so mies. Yeah. And some of his friends are here tonight to talk about him. I think it's a good idea to talk about Tim behind his back when he's not around. So, where are Tim's friends? Over here. Great. And you are? Hi, my name is... Welcome to our show.
I can read your angry and disappointed face. So, let me tell you something about Tim. You know, Tim is a fucking asshole who lies to others and even himself to make his environment comfortable and endurable. He's such a misfit that makes everything weird and obnoxious around him. Not a good friend, not a good teammate. I see. Well, I thought the same about him. He's a lonely misfit. I can understand you pretty much, my dear friend. But why do you think so bad about him? Well, he's a pretty quiet guy, doing his own things, living in his own little world. It's really odd. I mean, he walks alone, eats alone, and works alone. Yeah, that's a pretty good explanation. How can a human act like an antisocial weirdo? Therefore, he should get kicked and banned by society. Poor girls. He's suffering because of you, Tim. Well, who's next? Yes. Hello, my dear. You have a problem with Tim? Of course I have. Why am I asking? Everyone have a problem with him. That's logical. You should know. He's so boring. You can't do anything with him. He's not the right person when you're looking for fun. I see. You mean sex or? I mean everything. A conversation with a wall is more entertaining than to spend time with this incarnation of boredom. I really like you, my dear. You made it. I don't even know why he's still alive. He should kill himself. Make the others happy. Yeah, that's true. I also think that he should dare to leave this world which he isn't fit into. Scum should be carried into the abyss. Thank you, my dear. These revelations opened our eyes. Is there anybody left who wants to talk about Tim? Huh? Anyone? Oh my. We are here. She's divine. What is this about him? I can't believe it. Now, really, really, really surprised. I guess he's not useless. Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden, aber ich vermute mal. Ich habe jetzt echt nicht mal im Kopf, wie alt Tim war. Aber hat diese Aussage so, er ist dann doch nicht ganz nutzlos, klingt so, als wäre es das letzte Kind von ihm gewesen. Okay, das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Input und ich muss sagen, wow, einfach wow. Entschuldigung, falls ich jetzt hier irgendwie jemanden rausreiße oder so. Einfach wow. Das ist so eine gute Darstellung, so wie ich es vermute. Ich vermute es ja nur. Ich weiß nicht, worauf das alles hier noch hinauslaufen wird. Aber wenn das so ist, wie ich mir es jetzt vorstelle, ist das eine richtig gute Darstellung des Unterbewusstseins. Weil es einerseits so dieses eben, stark negativ reflektierende. Noch dazu, und deswegen wahrscheinlich auch so dieses Game-Show oder so Talkshow-mäßige, mit dieser Charme, die halt noch so dazu kommt. Deswegen halt auch so, dass nochmal diese negativen Gefühle so verstärkt. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Wow, einfach wow. Weil er reflektiert ja wirklich eventuell dann so, ja wirklich eventuell, dass er quasi eigentlich immer so davon ausgeht, das wurde auch so durchgedrungen, dass die Leute hinter seinem Rücken ihn alle scheiße finden. So gar nicht so direkt, sondern so dieses hinten herum. Und das macht es halt für ihn noch umso peinlicher, weil gefühlt dann er so den Eindruck hat, dass jeder eigentlich ihn scheiße findet und zwar so gesehen jeder über ihn spottet, aber
er es halt selber nicht mitbekommt. Und deswegen halt mitunter eben so, um das zu verdeutlichen, dieses Talkshow-Ding. Wow. Einfach wow. Und damit hören wir jetzt auch auf mit dieser Folge. Alles Negative, was davor kurz mal da war, wegen dieser einen doofen Stelle, ist wieder verschwunden. Grüße von eurem Zero.